Erbärmliche Ratten! Oh nein. Hinfort! Vor allem, Alter, die warten ja noch nicht mal, ne? Das ist so eine Gruppe, die wartet einfach nicht. Die macht einfach. Ja, du widerst mich auch an. Widern wir uns beide an. Das ist doch gut. Oh Gott sei Dank. Juhu! Ein Ordensbruder Katana. Also, ich krieg den ganzen Scheißdreck. Die warten ja null, ne? So, Hauptsache raus, Hauptsache weg, Hauptsache, ne? Ich habe aber eine Auszeichnung gekriegt. Wenigstens das. Verflucht! Wo ist meine Kraft? Deine Kraft ist Futsch. Futsche Piano! Weg, weg vom Fenster! Zurück, das reicht! Oh, hallo Sephirim. Sephirim. Na, lass mich raten. Emmerich wurde wegtransportiert. Oder haben wir jetzt freie Bahn mit dem Marzipan? Ja, da ist er. Vater, bitte. Wir haben den Großmeister in einer Zelle gefunden.
Wieso, Vater? Wieso tust du das? Nidhogg ist tot. Jetzt ist der Zeitpunkt, die Geschichte richtig zu stellen und das Gespräch mit den Drachen zu suchen. Wir müssen eine neue Ära des Friedens einläuten. Und die Grundfesten unserer Gesellschaft niederreißen? Du hast keine Ahnung, närrischer Junge. Glaubst du, das Volk verwirft einfach so eine über 1000 Jahre gehegte Überzeugung? Oh je, was ist das denn? Oh nein. Oh nein. Nein, nein. Pass auf! Ich kann nicht hingucken. Der verreckt doch. Ernsthaft? Komm du mir mal nach Hause, junger Freund. Los, auf nach Azizla. Dich mache ich gleich den Kopf kürzer. Hallo, Dera. Ja, genau, hier bin ich. Ich weiß nur nicht, wie weit oder... Ne? Wie weit ich in der Story jetzt schon bin. Ich ahne ja nichts Gutes. Wisst ihr, und ihr könnt doch nichts anderes als flüchten. Geht das Ende zu? Ich hab's befürchtet. Nee, Ende klingt doof. Ich will nicht, dass es ändert. Seltsam. Endlich sind wir uns so nah. Und doch fühle ich dich kaum. Also das Hauptinhalt. Sei doch nicht traurig. Das steht dir nicht. Meine Heldin. Hätte ich mir meine andere Frisur vorher gemacht. Ich muss unbedingt was anderes. Ach komm, bist nicht tot. Naja, mein Schnucki lebt noch. Ja, du kannst dich verpieseln. Mein Schnucki. Wenn der stirbt, spiel nicht weiter. Rüssel, schrei da nicht so rum. Kriegt bei der Kopfschmerzen von. Schon deine Stimme. Du brauchst sie noch. Alter, ist er am Rumschreien hier. Ich frag mich, warum er nicht einfach gleich stehen bleibt. Ja, da ein Grund dazu. Ja, ach komm, es ist doch nur ein Spiel. Mein Gott. Nein, ich versteh's ja schon. Versteh's ja schon. Wenn sie den Delinquenten anzünden, wollten brennen lassen, schließt ihr einen energischen Tritt des Feuers. Hallo! Sag mal. Es ist doch nur Fußball. Deswegen ja. Es ist doch nur ein Spiel. Oh nein. Warum? Oh, hätten wir nicht rausfliegen können, dann wäre der Spuk vorbei. So, voll Enttäuschung außer einer.
Boah, nee. Lass es beim nächsten, in der nächsten Runde rausfliegen. Dann hab ich wieder Ruhe. Dann kehrt ihr wieder Ruhe im Hause ein. Hier sehen nicht die Maus halt. Huch. Ach, mit R kann man automatisch laufen? Warum bewege ich immer W als D? Ist doch viel einfacher, viel gemütlicher. Warum sagt mir keiner, dass ich automatisch laufen kann? Das hat mich 10 Jahre meines Lebens gekostet. Oh Gott, dann stirbst du ja bald. Deutschland hätte fliegen müssen. Nach dem, was ich da oben gehört habe, ja. Stimmt. Aber ist das Spiel jetzt endlich endgültig für heute vorbei? Habe ich jetzt Ruhe? Wohin ist Corona? Erfurt ist das Zelt aber nicht für alle. Ich sag nur neulich die Eisdiele. Du hast einen Kopfhörer. Bitte. Die sollten so ziemlich erst wegdrücken. Nicht. Dann. Nicht, wenn er lauter ist als die Kopfhörer. Ich höre ja sogar die Musik, die er oben anhat. Wir haben keine dicken Wände. Decken. Ich höre das tatsächlich. Und nicht gerade leise. Sonst würde ich mich ja nicht aufregen, wenn ich sie hören würde. Beziehungsweise aufregend tue ich mich ja nicht, aber... Zumindest das Trampeln nervt. Das Schreien geht ja. Das war ja auch mehr als Spaß gesehen. Aber wie gesagt, das Trampeln nervt dann halt. Da habe ich so einen kleinen Knacks aus meiner Kindheit. Da hatten wir nämlich die Nachbarn über uns. Ich hätte sie umbringen können, die Nachbarn. Das war so... Ich glaube, die haben alles auf den Boden fallen lassen, was so fallen geht. Ich glaube, selbst wenn sie ein Baby gehabt hätten, das hätten sie wahrscheinlich auch noch fallen lassen. Da hat es ständig gepultert. Deswegen bin ich da zumindest was Trampeln angeht ein bisschen sensibel. Ein kleines bisschen. Wer hat von dir geschwärmt? Von deiner Stärke und deinem Mut. Verfolge sie. Tu es für meinen Sohn und für das Ishgard, das er liebte. Weißt du, jetzt, dann wenn man stirbt, dann wird um einen getrauert. Vorher war es egal. Orchefort wird immer in unseren Herzen sein. Mein Sohn. Ich würde mal sagen, blöd gelaufen. Wirklich, wirklich blöd gelaufen. Und wir, ja. Germany macht das Finale. Ja, leider. Huch, hab ich das gerade laut gesagt. Hallo und tschüss, bezaubernd. Kommt das auch vor, dass Fotos randaliert? Nein, nur beim Fußball. Nur beim Fußball. Und wenn er sich aufregt, aber das tut er eher, glaube ich, auf der Arbeit als zu Hause. Aber eigentlich randaliert er nicht. er ist ein braves, frisches. Mit der Nachbar zaubernd. Wie gesagt, eigentlich nur beim Fußball. Also ich höre ihn auf der Arbeit nicht. Ja gut, dann schreit er auf der Arbeit scheinbar auch nicht. Da kann ich es nicht beurteilen, da bin ich nie. Nicht mehr. Früher, als ich noch Schule hatte, war ich öfters mal auf der Arbeit bei ihm. Da habe ich ihn nochmal abgeholt. Wenn er das Geschenk gibt, alles ist deine Zeit. Ja, das ist 4 Kilometer entfernt. Ja, aber wenn man jemanden, also du hast ein lautes Organ. Wenn es nach 4 Kilometern nirgendwo ankommt,
Dann ist es doch gut. Ich könnte ja auch einfach mal so eine kleine Kamera an Cleos Halsband befestigen. Und dann stalke ich dich einfach während der Arbeit. Und dann finde ich da schon heraus, ob du schreist oder nicht. Wenn du wirklich nicht da hören solltest, ist das falsch. Ja, also wenn du das hören würdest, dann wäre es laut. Das wäre dann wie so eine Bombe, die dann irgendwo einschlagen würde. Hält immer noch vor, wenn ich vor 4 Jahren mal laut geworden bin und eine Tür geknallt habe. Ui, 4 Jahre? Gott, also wenn man mir jedes Türengeknalle vorhalten würde, das wäre dann schon sehr schlimm. Ich habe sogar schon eine Tür kaputt, nee, 2 Türen habe ich in meinem Leben schon kaputt gekriegt. Das eine Mal wurde ich eingesperrt und das andere hat die Tür geklemmt. Und keiner hat geholfen. Was macht man auch nicht? Schön. Ach so, wo muss ich hin? Was ist da in der Nähe? Die Ritter. Ich finde, ich bin ein super ausgeglichener Typ und ich schlafe. Ja, wobei, nein, Frisches, im Schlaf trittst du oft. Ich hatte schon unzählige blaue Flecken, weil Frisches nachts halt sehr gern träumt. Und dann auch gern mal tritt. Meine Beine sahen schon gut aus. So ruhig ist er dann doch nicht. Das ist Aufmerksamkeit. Die kriegt er doch! Ständig! Weißt du? Wenn ich nicht am Stream bin, wuse ich wie so ein verliebtes Kätzchen um ihn herum. Ich will nur noch, dass ich die ganze Zeit Blumenblätter schmeiße. Weißt du, er kann doch nicht mehr im Garten durch die Gegend eiern, ohne dass ich hinterherlaufe. Das nervt ihn schon, glaube ich. Also ich bin wie mein eines Emote mit den verliebten Augen. Und wie gesagt, renne die ganze Zeit hinterher. Boah, Frisches. Bis gleich. Ich muss ja nämlich die Ausrede benutzen, dass ich so ungeschickt bin. Wie steht es um eure Wunden? Ach, Wunden. Was ist das gegen den Verlust eines Freundes? Kann ich dafür, wenn du den falschen Lidschatten benutzt? Schön. Ach ja. Unser Staat ist auf einer Lüge errichtet. Die Kirche hat den Verrat unserer Ahnen an den Drachen verschleiert und eine falsche Legende in Umlauf gebracht, die den Krieg rechtfertigt und die 4 Adelsfamilien zur Herrschaft legitimiert. Dabei ist der Adel nicht besser als die niedrigsten unserer Bürger. In ihren Adern fließt dasselbe Blut. Du hast es immer gewusst, nicht wahr, Vater? Es würde mich interessieren, wie du zu diesem Wissen gekommen bist. Ja, es ist die Wahrheit. Unser Staatsgründer, König Tordan der Erste, war mit 12 seiner besten Ritter ausgezogen, um Rata Tosk niederzustrecken und sich die Kraft ihrer Augen einzuverleiben. So erlangten unsere Vorfahren bis dahin unerreichte Macht. Dein Verrat an den Drachen, daran gibt es nichts zu rütteln.
Dass Nidhogg daraufhin rasend vor Wut die Mörder vernichten wollte, ist nicht verwunderlich. Was dann geschah, ist dir ja bekannt. Die Legende spricht von einem Kampf auf Leben und Tod, der 7 Tage und Nächte währte. Der König und die Hälfte seiner Männer kamen dabei ums Leben. Richtig, doch auch Nidhogg schwanden die Kräfte. Die überlebenden Ritter besiegten ihn und stachen ihm beide Augen aus. Doch sie waren unvorsichtig. Sie hielten Nidhogg für tot. Nie hätten sie geahnt, dass er durch das Auge seines Bruders Resvelge wieder erstarken und Rache üben könnte. Indessen lernte Tordans Sohn Haldrad die Kraft in Nidhoggs Auge zu beherrschen und schuf eine unvergleichliche Kampfkunst, mit der er unser Volk vor den Drachen beschützte. Ja, die Geburt des allerersten Azur-Drachenreiters, dem viele weitere folgten. Wann immer Nidhogg erwachte, würden sie zur Stelle sein, um ihn zu unterwerfen. Das ist Haldrads Vermächtnis. Unser Leben ist kurz, wie ein Funke in der Glut. Und was vor 1000 Jahren im Dunkel verlosch, lässt sich heute weder fassen noch ändern. Was willst du damit sagen? Soll der Sohn für die Sünden seines Vaters büßen? Für die seines Großvaters? All seiner Urahnen? Wie lange sollen wir die Untaten unserer Vorfahren auf unsere Schultern nehmen? Dass unsere Vorfahren die Drachen verrieten, war ein abscheuliches Verbrechen. Und töricht dazu. Aber sollen wir, ihre Kindeskinder, ewig dafür büßen, nur weil wir von ihnen gezeugt wurden? Nein, sage ich. Ich werde nicht mit ansehen, wie das Volk von Ishgard für längst vergangene Taten hingeschlachtet wird. Die Drachen leben beträchtlich länger als wir. In ihnen ist die Erinnerung lebendig wie am ersten Tag. Glaubst du, sie würden eine Entschuldigung akzeptieren? Sich mit uns versöhnen? Nur wenn wir kämpfen, können wir unser Leben retten. Und kämpfen können wir nur, wenn unsere Sache gerecht ist. Das Volk braucht Gründe, Orientierung. Und die haben wir ihm gegeben. Aber das ist doch eine Lüge. Wann soll es denn jemals geschehen, wenn nicht jetzt? Auf frisches. Wir müssen verkünden und dem Krieg ein Ende machen. Wie du sagst, ist es die Aufgabe der Herrscher, Orientierung zu geben. Es ist unsere Pflicht, der Zukunft eine neue Richtung zu geben. Die Ishgarder zum Frieden zu führen, anstatt in den Tod. Boah. Da kam Land mit. Widerlich. Möchtest du dem Volk etwa Halt bieten, indem du den Adel abschaffst? Den stabilsten Pfeiler dieses Staates? Du bist im Irrtum, Emmerich. Ishgard wird in Anarchie versinken und leichte Beute für jeden Angreifer sein. Was nützt denn überhaupt eine Entschuldigung nach 1000 Jahren Krieg? Der Anfang ist doch längst von Abertausenden von Morden überdeckt. Oder wie willst du den Witwen und Waisen erklären, dass ihre Angehörigen für einen Krieg gestorben sind, den wir selbst vom Zaun gebrochen haben? Indem wir die Täter sind, nicht die Opfer? Aber... Alle Päpste der Geschichte begriffen nur zu gut, warum der Krieg fortgeführt werden muss. Du hingegen hast keine Ahnung.
Ich habe meine Hoffnung vergeblich in dich gesetzt, mein Sohn. Aber in einem einzigen Punkt gebe ich dir recht, dass die 1000 Jahre alte Wurzel des Bündnisses beseitigt werden muss. Ich bringe Ishgard den Wandel, den es wirklich braucht. Bringt ihn in eine Zelle und findet heraus, ob er mit anderen darüber gesprochen hat. Sehr wohl, Eure Exzellenz. Wieder eine Vision? Die Kraft des Transzendierens. Welch eine seltene Gabe, mit der dich Heidelin beschenkte. Genau so hat es sich zugetragen. Am Ende fehlten mir die rechten Worte. Er war völlig taub für meine Argumente und ließ sich durch rein gar nichts widerlegen. Jemand sagte mir einst, dass man lernen muss, Worte, Taten und Überzeugungen richtig zu beurteilen. Er hätte die Überzeugung eures Vaters als bloßen Vorwand im Dienste eigennütziger Ziele entlarvt, nicht wahr? Aber was meinte Thordan damit, dass die Päpste der Geschichte begriffen, warum der Krieg fortgeführt werden muss? Und was ist dieser Wandel, den er bringen will? Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Die Azurgarde entfesselte im Kampf geradezu unglaubliche Kräfte. Ja. Ich musste an die Ritter denken, die an Thordans Tafelrunde saßen. Sie hatten angeblich übernatürlich große Kräfte. Mir war fast, als wäre ihre Stärke in Sephirin wiedererwacht. Die Ritter der Tafelrunde. Gewiss nur eine Übertreibung der Chronisten, so wie aus abergläubischen Geschichten langsam Religion entsteht. Unverständlich, warum so viele Leute trotzdem fest daran glauben und ihnen dadurch Leben einhauchen. Aber ja, es kann nicht anders sein. Eisherz konnte Shiva in ihren Körper rufen. Der Azurgarde muss dasselbe mit den legendären Rittern der Tafelrunde gelungen sein. Ja, wahrscheinlich. Ahnung, ob das hinausläuft. Eine Götterbeschwörung. Wir hätten es ahnen müssen. Als mein Vater wegflog, hörte ich einen Namen: Azisla. Ich weiß nicht, was das für ein Ort ist, aber ich weiß, dass wir ihn und die Azurgarde aufhalten müssen. Sag mal, was habt ihr da für Themen, ey? Das ist so widerlich. Er hält unbeschreibliche Kräfte in Händen. Die Kräfte eines Gottes. Edari, Alfino, ich möchte den Bund der Morgenröte um etwas bitten. Das Geld ist, wir sind drei Leute und er nennt uns den Bund der Morgenröte. Toller Bund, aus drei Leuten. Ja gut, ein paar einzelnen Verflogenen. Da bin ich ja sogar fast drauf. Ich wollte aber auch nur fast. Natürlich, alles, was in unserer Macht liegt, Großmeister.
Es ist mir bewusst, dass die Ursache der verstörenden Ereignisse in Ishgard selbst liegt. Ihr habt jedes Recht, meine Bitte abzulehnen. Aber wenn es euch möglich ist, verfolgt das Monster, in das sich Thoran verwandelt hat. Und seiner Zugarde. Yep, werden wir. Vielen Dank. Ich weiß, dass du es nicht nur um meinetwegen tust, sondern auch, weil es um einen prima E geht. Was hält mir meine eigene Schwäche vor Augen, schon wieder auf deine Hilfe angewiesen zu sein? Die Bekämpfung der Gefahr durch die Primae ist die wichtigste Aufgabe unseres Bundes. Werde mitkommen und Adai unterstützen. Vielen Dank, Alfino. So sehr ich wollte, ich kann Ishgard jetzt nicht verlassen. Ich muss versuchen, die Führung des Staates zu übernehmen, die Lücke füllen, die die Flucht meines Vaters gerissen hat. Für das Volk, das nur die Lüge der Orthodoxie kennt, was der Papst eine unhinterfragbare Autorität als Institution und als Person. Ich werde das Haus Frotor, aber auch einflussreiche Bürger um Unterstützung bitten. Gemeinsam werden wir Ishgard ein- und führen. Auch wenn Nidhogg besiegt ist, sind doch seine Drachen noch am Leben und niemand kann voraussehen, was sie tun werden. Estinien, Lucia, ich weiß nicht, ob ich diese Aufgabe ohne eure Hilfe gewachsen bin. Viel Spaß im Lurkdaddel. Was redest du da ohne unsere Hilfe? Als Azur-Drachenreiter ist es meine Bestimmung, die Drachen zu bekämpfen. Ich werde Ishgard beschützen, bis der letzte Drache abgezogen ist oder vernichtet. Ich werde den Bund der Morgenröte bei seiner Mission unterstützen, so gut es geht. Alfino, Adai, es gibt da noch ein paar Dinge, über die ihr Bescheid wissen solltet, wenn ihr nachher einen Augenblick Zeit hättet. Natürlich, gehen wir. Wir haben einen neuen Primate zu verfolgen. Juhu! Ja, ganz toll. Yippie-yay. Primae. Ja. Ich bin nicht begeistert. Red schneller, Madame. Danke. Falls eigentlich jemand vorhin das Tote Meer gestorben ist. Hilfe! Hilfe! Wo ist das Niveau geblieben? Sachen hier habe ich nicht, ne? Doch. Ne, das war hier nur für Maschinisten, ne? Ja. Leute, hier kommt kein Augenblick zur Ruhe, was? Was gibt's denn diesmal? Von Ruhe kann tatsächlich keine Rede sein. Sid, wir brauchen deine Hilfe. Wir stehen vor einem Primae-Problem neuer Art. Eines, das uns bereits einen wertvollen Freund genommen hat. Wo einmal alles kurz in Kurzform erklärt. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Und der Papst ist jetzt ein Primae? Wo ihr immer reingezogen werdet. Der Papst steht mit den Ashkians, wie auch immer, im Bund, wie er da ihr Haus gefunden hat. Was sie nur vorhaben, was dieses Azisla sein mag. Das erinnert mich irgendwie an Gaius. Die Ashkians haben ihm von Lagern erzählt und ihn mit Informationen über die Ultima-Waffe geködert. Gaius wollte sich diese unglaubliche Macht zu eigen machen, aber das Ergebnis war katastrophal für Eorzea. Genau wie es der Abschied der Ashians war. Azisla sagt mir nichts, aber wenn es die Ashians waren, die dem Papst davon erzählt haben, dann bedeutet das nichts Gutes. Womöglich liegen dort auch hochgefährliche Geheimnisse begraben. Und die dafür
dem Papst nicht in die Hände. Die dürfen dem Papst nicht in die Hände fallen. Ich mache gleich die Enterprise-Start klar. Treffen wir uns im Luftschiff-Landeplatz. Ich bringe euch in jedes Wolkenmeer, das ihr wollt. Bei 57. Okay, hätte ich auch andersrum laufen können, ne? Da muss ich hin. Da steht Zeit. Ah, da, Bex und Wedge wollten auch mit. Wir sind jederzeit abflugbereit. Wird nur noch Alfino. Ich habe Tataru von unserem Vorhaben erzählt. Sie wird in unserer Abwesenheit weiter nach Minfilia und den anderen suchen. Sie sagt, dass sie auch der Legion der Unsterblichen Unterstützung zugesagt hat. Zusammen mit Orion G. und Riol wird sie sicher bald etwas herausfinden, das uns ihnen näher bringt. Wir sollten uns jetzt ganz auf unsere Mission konzentrieren. Also, ihr lieben Passagiere, begebt euch an Bord. Wedge wartet nur auf euer Zeichen, dann können wir los. Das wird nicht gut. Das muss morgen zum Loch und Nacht zusammen. Dann komme ich gleich einmal ganz kurz hoch. Mit Schnuggetchen. Dann sage ich dir einmal ganz kurz gute Nacht. Weil ich nicht weiß, ob wir jetzt hier gleich in der Inni oder einfach nur in der neuen Welt landen. Deswegen. Sage ich dir einmal schnell noch gut. Hier ist ein neuer Prima hier zu bekämpfen. Einfach genial. Ja. Hast du recht, Dera. Hast du vollkommen recht. Weißt du, so. Keine lange Zeit zum Trauern. Ach ja, neuer Prima. Mach mal. Sieh zu, wie du klarkommst. So, warte mal. Ich kann einmal ganz kurz das Fenster noch öffnen. Ich wundere mich, dass hier drin so eine Luft ist. Well. Nicht zum Kippen. Jetzt können wir jetzt auch die warme Luft ein bisschen abziehen vom PC. So. Ja, da bin ich mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Platisches Wolkenmeer. Juhu. Ho, ho. Das kann lustig werden. Der Norden des Abalatischen Wolkenmeers mit seinen zahllosen, unerforschten Inseln. Hier suchten sie nach dem mysteriösen Land Azysla und dem Papst, der seine finsteren Pläne verfolgte. Na, davon wird sogar schon. Das Ausmaß der Gefahr nicht bewusst. Warte mal.
Die da will ich mir direkt einmal kurz einverleiben. So. Dazwischen fehlt was. Ja, so einmal abschließen. Genau, will nach Norden. Das kann lustig werden. Okay. Dann reisen wir mal los. Das ist aber, glaube ich, der falsche Norden, oder? Ja, da müssen wir hin. Also. Ich weiß, das könnte ich auch, glaube ich, einfach. Da. Gut, hier nicht. Aber hier. Hier ist noch was.